Willkommen hier bei einem weiteren Let's Play Together Payday 2 mit mir, der Dev280. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Atlantis. Diesmal ohne unseren lieben Freund Niki, der auf unerklärliche Weise verschollen ist. Aber nichtsdestotrotz, zwei Mann, wir können genauso gut eine Bank rauben oder Sachen kaputt schlagen oder, nicht wahr? Yep. Gömmer. Gut. Und wir sind hier beim sogenannten Einkaufszentrum Crasher. Ja, ihr habt recht gehört. Vlad meint es ernst. Wir gehen ins Einkaufszentrum und zerstören dort so viel wie möglich. Wenn ihr genug zerstört, wird sein Kunde seine Meinung zum Thema Schutzgeld ändern. Ein dreckiger Job. Aber das gefällt euch ja, stimmt's? Ja, Immer. wir mögen Zerstörung. Richtig. So, Richtig bereit? tiefdreckig. Richtig tiefdreckig. Tobt euch richtig aus, einfach so eine Gatling mitnehmen. Aber die hätte ich sogar wirklich mitnehmen können. Also nicht Auch Gatling, aber halt. so. So, was haben wir denn? Ein Haufen Fensterscheiben. Achso, jede Scheibe zählt, ne? Jedes zählt, okay. Ja, wir müssen nämlich eine bestimmte Menge an Zerstörung verursachen, finanziell gesehen. Und Scheiben gehören dazu. Das heißt einfach so ziemlich jede Scheibe zerstören, die du siehst. Ja, es ist ja. Ich glaube, da Sollte starten wir einfach auf jeden Fall sein. an unterschiedlichen Punkten, denke ich mal, ist am besten. Ja, Da ist klar. ein Polizist. Die gibt's hier irgendwo, ja. Da halt durch Ich gehe mal aufs Schaufenster. Dach, ne? Gehst du hoch? Jupp. Da sagst du einfach, wenn du irgendwo einen hübschen Laden. Geh weg! Wachmann. Einen hübschen Laden Oh, gefunden. das sieht aus wie ein Dings, Juwelier. Ich habe gerade einen Friseur gefunden. Wow. Oh, hier oben ist richtig viel los. Hier oben ist richtig heftig. Oh, Ja, das ist. Ich habe ein Juwelier hier. Hier ist ich Juwelier. habe einen Kosmetikladen. Ich setz Simple Maske Frau, auf. die auf ihren Smartphone arbeitet. Gut, Action. Einfach alles kaputt machen. Man kann den Schmuck sogar mitnehmen, okay. Ja, das ist, glaube ich, unser Bonus dann. Beim Auftrag selbst ist ja nur die Gönn dir erst ein Buchhaltung. bisschen Geld. Die Cops, Alter. Oh, wie viel Geld Nicht ist schlecht. das? Lol, ich hab ne Schmucktasche. Ah, oh, Schmucktäschchen. Ich trag die gerade. Oh, dein Ernst! Der Cop weicht aus! Und hinter dem Cop, rat mal, wer der war, eine Zivilistin. Alter, wo wollt ihr denn alle hin, Leute? Hier schön hier geblieben. Ich einfach mal die Beute nach unten. Hier nehme ich aktiv. Einfach alles kaputt schießen. Ich bin immer noch in dem Juwelier hier oben drinne. Alter, ich laufe jetzt schon einmal rum. Ah, guck mal, ich habe ein Safe gefunden. Okay, ich habe jetzt nur die Schmucktaschen, die hier oben liegen, wie das aussieht. 15.000 haben wir irgendwie zerstört, scheinbar. Oder eingesammelt. Oder eingesammelt. Ey, dir geht's übelst ab, oder was? Ich zerstöre hier gerade Glas ohne Ende. Ja. Einfach mal einkloppen hier. Kloppen kann jeder, schießen kann nicht jeder. Ach so. Die Hälfte ist geschafft, weiter so. Polizei im Vorgang. Ach so, dann. Sniper? Okay. Aua! Ich bin angeschossen. Auch so. Achso, wir flüchten hier oben. Das kann ich dir schon mal verraten. Oben. Ja, hier auf der kleinen Brücke zwischen uns beiden. Ne, die andere Brücke, die daneben ist. Kommt nämlich uns ein Heli abholen. Auch so, ihr scheiß Spoiler, war. Ja, sorry. Ja, Polizisten kommen gerade hoch, ne? Oh, Polizisten von oben.
sehe zwar nur den Sniper, aber ja, Polizisten von oben. Oh, da knallt aber laut. Aua. Aua. Ich bin verletzt. Da unten. Ja, verstecken. Ah, ich mach wieder Minen zu den Dings, zu den Auf... bei den, oh, da sind... Geiseln? Ja, das... Oh, bei den Geiseln können die... Wenn sich auch lohnt. Also Handtaschen können wir doch auch ruhig eigentlich mitnehmen, oder nicht? Warte auf den Hubschrauber, okay. Sollen wir die Taschen jetzt mitnehmen, oder wie? Ja, die können wir mitnehmen. Was sind da hinten? Ach, das ist ein Bohrer. Ja, das ist ein Bohrer. Alles, was wir in der Hand tragen... Der Bohrer ist kaputt. Ich repariere den Bohrer. Ich mach schon. Achso, na gut. Machen wir los. Hallo, runter auf den Knie. 60, 90 Sekunden. Aua, geh in Deckung. Oh, hübsches Auto. Hier ist ein Sportraum, what the fuck. Alter. Das ist ein Auto, kugelsicheres Glas. Man sieht nicht mal einen Kratzer. Gönn dir. Achso, aber wie? Alles klar. Ach so, ich bin verletzt. Ich schieße Sniper drauf. Von oben. Hab den Sniper. Aua, 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 aua. Ach da. Wo denn jetzt schon wieder? Der Bohrer ist wieder kaputt. Mein Guns. Ich bin noch nicht fertig, ich kann noch mehr zerstören. Ich mach den Bohrer wieder. Hast du gerade die Musik nach oder so? Ja. Nein, okay. Eigentlich mache ich gerade die Dings nach von dem. Ja, genau. Ja, ich bin rausgetappt. Warum tapp ich die ganze Zeit raus? Ich bin jetzt wahrscheinlich irgendwie daran schuld. Will ich mal raten? Ich hab gerade irgendwie übelst ein paar Lags, Alter. Okay. Ich schnapp mir mal so eine Tasche, ne? Ja, also ich müsste mir dann auch wieder eine holen. Muss ja nicht, dass die jetzt oben sind. Fang! Ich hab dir meine hochgeworfen. Ja, wo denn? Ach da. Da kommt's. Woo! Freunde, Freunde der Nacht. Aua, 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 Schmerzen. Schmerzen! Okay. Da, ein Helikopter. Das ist unser Helikopter, glaube ich. Die Flucht ist möglich. Na dann komm her. Hau rein. So, dann ab hoch. Ich krieg grad trotzdem irgendwie auf die Schnauze. Kurierpaket gefunden. Ein Kurierpaket. Wir haben doppelt so viel bekommen, wir haben mehr bekommen als unser Auftrag war. Sofort Bargeld. 20.000. Okay. Passiver. Mal wieder ein bisschen XP. Haben bei dir Utility Knife. So, kann ich weiter drücken? Schrotflinte kann jetzt gekauft werden. Ja, könnt ihr eigentlich weitermachen. Ja. Kommen wir wieder zum Karten ziehen. Na, was bekommt Philipp? Ein. Was ist das? Eine Waffenmod. Taschenlampe. Yeah! Ich habe einen ergonomischen Griff bekommen. Ist das nicht schön? Na, das wäre wenigstens noch besser als eine Taschenlampe. So, dann Alter. Machen wir auch noch eins hinterher, nicht wahr? Klar, machen wir noch eins direkt. Was wir verkacken jetzt dann? Aftershock. Ach, das war diese Kacke. Ne, das machen wir jetzt nicht. Sucht in crime.net. Stell dir wirklich vor, es gibt später einfach so eine Internetseite, wo du dir einfach Verbrechen auch suchen kannst. Oh, das wird. Bring den Job. Gibt's dann einfach nur noch zum Beispiel solche Wahlen oder sowas? Ja, gibt's zum Beispiel auch nur. Ja. Ja, was möchtest du machen? Ja, hier so eBay oder sowas in Richtung für Einbrecher, ne? So, Bankraub, Bargeld wieder abheben. Kennen wir ja schon.
Aber Wieder das gleiche oder was? sollte, glaube ich, das gleiche sein, ja. Ist auch lame. Oder ist es eine andere? Bankraub. Der Briefkasten. Eine mittelgroße. Hm. Könnte sein, weiß nicht. Jo, machen wir einfach mal. Machen wir einfach laut, ne? Einfach laut und Action. Bargeld abheben. Bargeld abheben. Arminakoi. Attacke! Ich glaube, der Ding ist von dem, warte. Muss mal kurz mit dem Robin hat mir schon geschrieben. Gut, warte. Kannst du dem Amkoi Rechte geben? Ich kann ja einfach runterziehen zu dir. Ja, Leute, es ist gerade während des TS gejoint, deswegen muss ich noch kurz was machen. Ja. Tu deine Pflicht. Okay. So, weiter geht's. Ich. Ja, das ist die gleiche. Gleiche, ja. Nee. So, ich bin jetzt einfach mal in den Laden reingegangen über die Tür. Völlig tiefenentspannt. Ja. Ich laufe außen rum. Guck mal, da kommt eine Wache. Ach, schön. Ich bin schwer bewaffnet. Uiuiui. Du auch? Ja, ich bin komplett mit schwerer Panzerung und allem. Geht doch noch. Hast du? Hab aufgesetzt, muss jetzt noch hinlaufen. Ja. Und da ist eine Kamera bei dir. Und hab ihn. Bei mir ist die Kamera. Bei dir da draußen. Hier vorne an der Tür. Oh, der Bankmanager! Der Bankmanager! Der Bankmanager! Schieß die Kamera kaputt! Jetzt. Okay, jetzt haben wir. Jetzt Action. Ja, gib mal Gas. Schaffen wir nichts mehr. Oh mein Gott. Warte. Du hast einen Bohrer, lauf mal los. Ja, bin under the way. So, ihr lieben Leute, wieder auf dem Boden bleiben. Alles ist gut. Passiert ja nichts. Halte die Thermobohrer. So. Hab ich recht, Philipp? Pack mal hier eine Mine hin. Hab ich recht, den Leuten passiert doch nichts, nicht wahr? Oh, passiert doch nichts, nein. Nein. So, zwei ganz liebe Leute. Ich meine, jeder läuft schwer. Hast du den Polizisten verhaftet? Hast du den Polizisten gefesselt? Ja. ETF? Warum? Der wollte nicht sterben. Das geht nicht. Ey, komm. Ich kann mit so charismatisch wie ich bin, weil habe ich doch schon beim letzten Mal demonstriert. Roar! Dass ich die Polizisten dazu bringen kann, für uns zu arbeiten. Ja, weil wir so erotisch sind. Weiß nicht, vielleicht steht ja auch auf Fesselspiele der eine Kerl. Weißt du ja nicht. Alter, wir müssen einfach so 5 Minuten warten. Einfach nur so 5 Minuten. Du bist heftig. Ja, am Ende müssen. Am Ende werden wir wieder Dings. Am Ende müssen wir wieder hier wegrennen. Nein. Willst du hier bleiben? Nein. Oh, wie bei dem ersten meine ich, du Lauch. Ja. Na gut, am Ende müssen wir wegrennen. Nein, wir bleiben hier. Ja. Wir machen das. Wir machen die ganze Arbeit hier fertig, machen die Türe auf, damit wir dann uns das Geld schnappen können und hier bleiben. Irgendwas ist gerade. Ich bin schon wieder rausgetappt. Mein Gott, warum tappt das die ganze Zeit raus? Das kann ich dir leider nicht sagen, das tut mir leid. Ich bin nachher noch mal. Alter, ist lecker. Hat gerade übelst geleckt. Das sind meine Minen, die explodieren übrigens. So. Ja, ich ungewohnt Minen zu haben. Keine Ahnung, was ich sonst mitnehmen hätte sollen, deswegen. Ja, kann man nicht allzu viel mitnehmen. Entweder bist du offensiv und kannst halt damit irgendwas abwehren oder du machst da. Ich habe halt ich wollte eigentlich C4 nehmen, um das halt zu blenden, aber es geht halt nicht. Ach so, ja, stimmt. C4. Ich wollte das C4 haben zum Aufbombummen, aber muss ich wahrscheinlich noch mehr Punkte haben. Da vorne steht noch eine Geisel rum. Oder wieder einer rum. Ich glaube, der lag da schon mal. Ich muss mir ja gelegentlich anbrüllen, dann bleiben die auch liegen. So. So, dann.
Wäre auch gerne mal dafür, dass wir die Tür wieder zumachen könnten. Ja, das wäre angenehm an der einen oder anderen Ecke. Hä? Hier war keiner. Nee, die Teile gehen einfach irgendwann kaputt. Warum? Ja. Weil Qualitätsware, weiß ich nicht. Qualität wird groß geschrieben. Ich merk schon. Mit dem großen T. Alter, ich schieß so scheiße, Alter. Ich schieß wie Niki, Alter. So viele. Aua, ach so. Hä? Da bist du. Nee, du bist auch nicht du. Ich werd von irgendwo angeschaut. Ach, da. Ich dachte für einen Moment, ein Busch schießt mich an. Benötigt ein paar Bretter. Man kann sogar die Dings wieder zumachen, dein Ernst? Ja, man kann die Fenster wieder zumachen. Irgendwo draußen gibt es Bretter. Ich habe eine Schlüsselkarte erhalten. Ja. Was habe ich die Schlüsselkarte jetzt? Ach so, wenn man die Mission komplett ruhig machen möchte, gibt es halt eben eine Ecke, wo man mit der Schlüsselkarte den Kameraraum aufmacht und dort halt. Ach ja, hier stimmt. Verbindung verloren, Verbindung verloren. Draußen ist noch eine dran. Draußen kommen gerade viele rein, nur, so by the way. Hm. T90. Also viel Geld schaffen wir aber diesmal nicht mitzunehmen, ne? So wie letztes Mal. Weil wir nur zu zweit sind. Außer ich werfe sie dir halt hin. Ich glaube dann andersrum, ich werf weiter. Ich habe auch das Werfteil mittlerweile. Ach so, okay. Alter, ich werde ja von 500 Ecken angeschossen. Soll ich auf dem Dach stehe immer. Oder was? Ja. Runter vom Dach! Der Rest ist uns egal. Hauptsache du stehst hier auf dem Dach. Lass einfach mal die ganzen Geiseln hochstellen und davor stellen. Weißt du, das Traurige ist, das interessiert die ja gar nicht. Ist übelst dumm, ey. Es wäre eigentlich übelst geil, wenn du die so nehmen kannst und dann so festhalten kannst, dass die, weißt du. Ja. Wäre schon interessant, also. Das ist ja jetzt so ein bisschen wellenartig, kommen die einfach angelaufen, die ganzen Kerle, ne? So, nach einem Hau-Ruck-Verfahren. Oh, Sniper irgendwo. Man kann nur eine Geisel halten, wirklich. Ja. Und selbst dann, das bringt ja nichts, weil die einfach. Ja, ich bin gleich tot. Ich hab grad einen einfach mal in den Kopf geschlagen, gekippt um. Telefon! Sie haben Post. Geht grad nicht. Wir sind gerade beschäftigt! Bitte rufen Sie ein anderes einmal an. Wir haben hier gerade 40 Sekunden. Sie haben die scheiß Geisel befreit! Diese Pisskinder. Dafür habe ich einen umgepolt. Dein Ernst? Ja. Ich hab dem so viel Angst gemacht, dass er denkt, es ist sicherer, wenn er für uns arbeitet. What the fuck? Von oben kommen zwei. Ich hab nur zwei getötet, die oben gerade rein wollten. Du holst, ziehst eine Geisel hinter dir her, ne? Ich weiß. Persönlich damit sie weiß, wo sie, damit sie mal klar sieht, die Geisel. Bitte sag mir, dass die Tür auf ist. Ja, ist auf. Ja, wunderbar, dann können wir ja gleich raus hier. ist ruhig. Und der Van ist vorne, ist das dein Ernst? Alter, das wird immer geiler. Ich bin langsamer als du. Ich sollte vielleicht schon an eine sichere Position das Geld werfen, oder? Ich glaube, das macht nicht so einen Unterschied. Ich fange schon mal an rüber zu tragen zum Fahrzeug, ne? Jo. Sieg! Alter. Ich sterbe. Ja, ich merk's grad. Alter, nicht umkippen. Oh Gott, es gibt ein Schild. Verdammte Schande.
Das Schild guckt mich an, ich komme nicht dran vorbei, ne, klasse. Dein Ernst? Ach, komm schon! Ich komme, aber es dauert kurz. Ey, wieder einfach nur Sturz. Ja klar, ich meine, der guckt mich nur an, aber. Ja, dreh dich. Ja, komm, dreh ich nochmal. Ich bin hier überfordert. Ey, was ist denn jetzt los? Ich hab doch davon so gut geschossen die ganze Zeit mit der Waffe und jetzt. Nix, leider nicht. Alter, hier sind so viele gerade, ich komme hier gerade überhaupt nicht raus. Der Schild. Ja, Schild ist weg, hat sich gerade weggeholt. Ja, ich bin tot. Ich komme. Ich sterbe. Ich will da rein. Tot. Da ist noch wer. Geh auf! Alter. Oh, wir warten kurz mal hier drinnen. Aua! Runter, auf die Knie. Dankeschön. Alter. Ja, merk schon. Warte. Wollen wir uns verpissen? Nimm noch eine Tasche mit. Bis die Welle aufhört. Das erkennst du daran, wenn es oben rechts nicht mehr gelb ist. Dauert ein bisschen noch. Obwohl? Gerade so ruhig, okay, ich komme. Ah komm, nimm die Tasche. Ich bin gleich wieder tot. Lass den gehen, Alter. Ja, dann haben wir ab. Verdammt, zu kurz. Dein Ernst? Ich hab ja schon. Geh weg hier. Oh, knapp. Alter, heftig. Also zu zweit ist das schon heftig eigentlich. Aber gut, das war's dann, ne? Ja, das war's dann. Würde ich meinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja. Bis zum nächsten Mal, dann würde ich meinen. Bis zum nächsten Mal, genau. Tschüss. Hau rein.